Wenn es nicht mehr weitergeht, wenn es nicht mehr weitergeht, muss mein kleiner Bruder das machen. Nein, Waffi, Leita, Mali. Lauer. Geh ohne mich. Die Mission ist wichtiger. Sammel irgendwas, genau. Lauer, nein. Warte hier, ich besorge alles. Lass mal kurz nochmal umgucken hier. Okay, ist wirklich nichts weiter. Auf geht's. Baum hoch. Okay, das sind Baumpilze. Dann geht's weiter. Schön schmal machen und dann geht's weiter. Sehr interessant gewachsen, der Baum auf jeden Fall. Muss ich ein bisschen nach unten, hangeln? Nee, oder? Ich muss nach oben. Oh, okay, ist ein Nest. Hier ist ein Nest. Ich will gar nicht wissen, für welchen Vogel. Er ist ja riesig. Oh, was ist das da vorne? Ist das die magische Quelle? Ich habe keine Flasche dabei, nur einen Beutel. Oh, das ist so ein Trinkschlauch, den ich dabei habe. Ah, es ist ein Trinkschlauch, sehr gut. Jetzt da wieder runter. Das ist ein Rutscher. Sah innen von innen so aus, der Baum hier, als wenn der so eine Rutsche wäre. Nice, es ist eine Rutsche. Ja, sehr schön. Mein Bruder. Gib ihm das Wasser. Lebe. Vielleicht auch die Wunde drauf machen. Alter, was denn Scheiß. Ist jetzt mein Bruder gestorben? Thank you.
Boah, jetzt muss ich meinen eigenen Bruder begraben, wie scheiße, ey. Mit den eigenen Händen das Grab schaufeln. Das ist echt eine miese Sache, eigenen Familienangehörigen zu begraben. Das könnt ihr mir glauben. Oh, diese fucking Spinne, ey. Muss ich auch noch die Erde da rein? Oh Mann, ey. Schlimm, schlimm, schlimm. Hoffentlich komme ich wenigstens rechtzeitig, um meinem Vater zu helfen. Sonst wäre das ja alles völlig umsonst gewesen. Hey, da ist der Greif wieder. Er ist doch nicht gestorben. Jetzt Beeilung zum Vater. Vorbei an dem in der versteinerten Stadt, wo der Yeti war. Vorbei an dem Wasser, an den Eisschollen, wo die Orcas, die Killerwale drin waren. Vorbei an der Brücke. Mal, wo wir überall schon waren. Sind wir durchgeflogen, genau mit diesem Fluggerät. Wir sind durchgeklettert. Und hier hat alles begonnen, unter dem Baum. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt Beeilung.
Oh, los, jetzt Beeilung. Oh, hoffentlich lebt der Vater noch, das gibt's ja gar nicht. Komm, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Rüber, rüber. Komm ich jetzt da unten? Wie komme ich jetzt da hoch? Mal hier unten rumlaufen. Hier runter, hier runter. Runter rutschen. Laufen, 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 laufen. Waren wir hier am Anfang schon mal? Ich glaube nicht, oder? Oh nein, und ich kann nicht schwimmen. Nein. Mit unserer Mutter. Oh, da hilft nichts, wir müssen durch. Puh. Er trau dich. Er will nicht. Was soll ich denn machen? Er schüttelt den Kopf. Geh rein! Wieso? Okay. Vielleicht können wir hier irgendwie hoch. Nein. Ich kann nicht wieder zurück. Nee, wahrscheinlich auch nicht, ne? Wir sind mehr runtergerutscht. Kommen wir hier hoch? Hier kommen wir auch nicht hoch. Boah, ich drücke gerade die Taste von meinem Bruder. Wahnsinn. Ich werde nicht reinkommen. Ich muss die Taste von meinem Bruder drücken. Die Interaktionstaste. Boah, ich habe den wahrscheinlich... Ach, guck mal, da unter uns schwimmt der, oder? Kann das sein? Der Geist von ihm? Boah. Der ganze Controller hat gerade vibriert. Wahnsinn. Jetzt Beeilung. Schnell. Nein, ich habe nicht genug Kraft, das zu ziehen, oder? Komm schon, großer Bruder. Ja, die Interaktionstaste vom großen Bruder. Jawohl. Boah, alle Kraft aufbringen. Jetzt laufen. Und hier komme ich auch nicht hoch. Interaktionstaste, los. Springen. Jawohl. Jetzt schnell. Hey. Er lebt noch. Ati, Ati, Daba. Abi. Heno, Heno. Gut gemacht.
Tja. Jetzt haben wir die Mutter verloren und den Bruder verloren. Nur noch der Vater ist hoffentlich am Leben geblieben. Hoffentlich hat das Wasser dem auch geholfen. Sturm ist vorbei, Sonne scheint wieder. Jetzt steht der Vater unter dem Baum. Einem Grab. Das ist das Grab von unserer Mutter, glaube ich. Oh nein! Und das Grab von meinem Bruder auch noch. Aber geiles Spiel. Sehr, sehr geil. Ende sehr, sehr geil. Erinnert mich so ein bisschen an Bastion und Transistor vom Stil her. Obwohl es doch ein anderes Spiel war mit den Rätseln und so und auch mit dieser Mechanik mit dem Bruder, dass man zwei immer gleichzeitig steuern muss. Teilweise ein bisschen verwirrend, aber sehr, sehr cooles Prinzip. Jetzt, also wie ich schon vorhin gesagt, oder in einer der letzten Folgen für euch, das Spiel hat auf jeden Fall den Hype verdient. Ja. Es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Solltet ihr euch auf jeden Fall kaufen, ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil selber zu spielen ist, glaube ich, noch was anderes, als ihr nur zuzusehen. Junge, 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 Junge. Sehr, sehr geil. Ja, damit war's das für dieses Let's Play hier bei King's Watch. Es freut mich, dass ihr mit zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play irgendein anderes Spiel. In diesem Sinne, haut rein, bis bald.